sehr gut. Sebastian Rauch, 7 Jahre. Verena Neugebauer und Karim Ruhig, 5 Jahre. Carola Jennissen, 7 Jahre. Sie und noch viele andere Kinder erklären das Dingstar. Und hier ist Fritz Egner. Hallo, herzlich willkommen. Dingstar ist wieder da. Die Sendung, in der man die unvorstellbare Vorstellungswelt und Vorstellungskraft von Kindern kennenlernen und testen kann. Allerdings sind das auch oft harte Nüsse. Meine prominenten Kandidaten sitzen schon ganz klein da, aber sie werden sich sicherlich noch etwas größer zeigen heute, denn ich begrüße jetzt bei tosendem Applaus Rebecca Winter. Herzlich willkommen. Rebecca, Sie sind Schauspielerin und das beinhaltet Fernsehen, Bühne. Sie waren auch auf Tournee. Ja, genau. Ich war auf Tournee mit Ivan Desny und Nadja Tiller. Und ich spiele auch wieder in München im Sommer ein neues Stück mit Ernie Singerl an der Kleinen Komödie. Nicht so oft vor der Kamera, aber sehr oft mit Prominenten zusammen der Partner, den die Rebecca mitgebracht hat. Vielleicht stellen Sie ihn gleich selber vor. Ja, das ist Rosario und den habe ich heute Abend mitgebracht, weil ich schon sehr viele schöne Abende bei ihm in seinem Lokal in München verbracht habe. Und man trifft dort immer wieder sehr viele Kollegen. Rosario. Herzlich willkommen, Rosario. Rosario gilt in München als der Mann, an dem man nicht vorbeikommt, wenn man entweder durch die Amalienpassage gehen will oder zum Film will. Stimmt das, Rosario? Schon etwa, ne? Fast. Okay, wir werden uns darüber noch ein bisschen unterhalten. Ich begrüße ganz herzlich bei mir Bernd Herzsprung. Servus. Servus. Bernd, zwischen den finsteren Gesellen Kreindl und Krebs, so der Sonny Boy mit dem sozialen Gewissen. Wo hast du das gelesen? Richtig? Das habe ich nicht gelesen, sondern irgendwie so selber zusammengereimt. Ja. Soko, ja. du stehst. Übrigens, ich war auch schon mal bei Rosario und bin auch noch nicht beim Film gelandet. Aber naja. Siehst du das? Ich meine, also, ich weiß nicht, wie oft man hingehen muss. Bernd. Konstanze Elsner, vielleicht noch nicht allen bekannt, du stellst sie uns vor. Konstanze Elsner, ja, wir sind die idealen Partner, weil sie weiß weder etwas über mich noch ich über sie. Was das Erstaunliche ist an der Sache, sie hat mehr als 9 Babys, wie sie immer zu sagen pflegt. Und ich weiß bis heute noch nicht, wie sie das gemacht hat oder geschafft hat. Aber eins habe ich dabei übrigens. Und das ist dieses hier. Das ist eins von den Babys. Also Konstanze ist unter anderem Schriftstellerin. Erstmal herzlich willkommen, Konstanze. Ja. Bevor wir richtig loslegen, erstmal die Tücke des Telefons. Erklärt von Angelika Hintersteuß, das ist 5 Jahre alt und aus Erding. Das hat einen Hörer und da kann man wählen. Da kann man meine Nummer wählen. Zum Beispiel 08122 und dann 7806. Das habe ich schon öfters gemacht und das ist ja gar nicht gegangen. Das kann ja auch gar nicht gehen. Man kann ja nicht mit sich selber telefonieren. Auf einmal ist man selber woanders. Das geht ja nicht, ne? Bitte nicht anrufen, die Angelika ist schon im Bett. Also, nicht stören. Es geht los, Rebecca. Der erste Begriff für 15 Punkte. Ein guter Bekannter bei uns, inzwischen schon zum Star avanciert. Mhm. Stefan Fuchs, der 8-Jährige aus München. Also, das ist ein anderes Wort wie Strom. So ähnlich wie Strom, könnte man sagen. Aber halt ein ganz anderes Wort. Ganz anderes Wort. Wird auch völlig anders geschrieben. Ja, das ist einfach, Rebecca. Energie? Ja, Energie ist es. Bravo. Bravo. Na, also, da wäre ich jetzt wirklich nicht dahinter gekommen. Aber hervorragend. Was haben Sie erkannt, Rebecca?
Ja. Einfach so mal, ja, ne? Einfach so. Wenn das so weitergeht, dann gewinnen Sie heute. 15-0. Bernd, Sie sind dran. Ich will nicht gewinnen heute. Na, schauen wir mal. Für Sie zu Hause wieder eingeblendet, das Wort unten. Sie wissen es, wenn Sie wegschauen, dann können Sie mitspielen. Sebastian Rauch ist 7 Jahre alt und stammt aus München. Es wächst in Gebiete. Und weiß wie Äste. Weiß wie Äste? Nicht weiß wie Äste, so einfach mit Blätter. Nicht Blätter, sondern sieht so aus, wenn man es anmalen tät, grün und braun, dann werden es Äste. Ich bin einer der ahnungslosesten Menschen in diesem Moment. Ich gebe das mal weiter. Gut, wir geben das weiter an den Rosario. Die Isabella Zeller aus München ist 7 Jahre alt und sie erklärt es jetzt nochmal für 10 Punkte. Also wenn es noch zusammen ist, sieht es wie eine Blume aus, die schon offen ist. Und da kann man so kleine Dinger rausreißen und in denen sind so kleine Kügelchen, die sehen wie eine Knospe aus. Und mein Opa mag sie gern und ich nicht so gerne. Roh mag ich sie lieber, aber gekocht mag ich sie nicht gerne. Da mag sie mein Opa dafür lieber. Das ist ja beruhigend. Bohne? Nein, die Bohne war es noch nicht. War schon mal ein ganz guter Gedanke. Also es war schon in der richtigen Gegend, in den richtigen Gebieten, wie der Sebastian gesagt hat. Konstanze, Sie sind dran für 5 Punkte. Aus Erding ist sie die Dame Iris Westermeier, 6 Jahre alt. So jetzt, also. Man kann es essen und es ist in der, man kann es mit Soße, man kann es mit Fleisch, man kann es mit Suppe essen und es ist rund, dann kann man es und man kann nicht damit spielen, sonst gehen die ganzen Vitamine rausgehen. Wunderbar. Ja, da bleiben ja nur noch 1-2 Dinge, ne? Spargel, aber es ist sicher nicht. Nein, der Spargel ist es auch nicht. Der Blumenkohl war gesucht. Rebecca, für Sie ein Begriff aus Wien, erklärt von der Barbara Maschek, 7 Jahre alt. Und wenn der Mann weggeht, dann weint die Frau. Und für eine Stunde vielleicht und dann beruhigt er sich wieder. Und dann raucht sie sogar. Wenn sie zum Beispiel eine Raucherin ist, man weiß es ja nie. Tief durchatmen und sagen. Nee. Absolut keine Ahnung. Absolut keine Ahnung, kann ich irgendwie schon verstehen. Uta Krause hat es nochmal, das Wort, und sie umschreibt es jetzt auf ihre Weise, Konstanze. Sie stammt aus Bonn, die Uta, ist 6 Jahre alt und bringt 10 Punkte. Während der Familie kommt es vor, zwischen Schwester und Bruder, zwischen Mutter und Vater und auch zwischen einem Kind oder einem Tier oder auch zwei Tiere können es haben, aber es kann auch kaputt gehen. Schön. Die Uta, ja. Konstanze, was versucht sie zu erklären? Liebe. Genau. Ein Wiener Kind, herzliche Grüße nach Wien, das uns ans Herz gewachsen ist und das einfach gigantisch erklären kann, ist die Michaela Wagner. Ihr braucht jetzt nicht zu raten, aber schaut euch an, was die Michaela Wagner alles über die Liebe weiß. Also dann muss eine Frau vorkommen und ein Herr. Weil zwei Herren bei einer Frau, das geht nicht. Dann muss ich die Frau einen Mann aussuchen. Und wenn der eine dann ronzt, wenn die Frau den anderen heiraten will, dann ronzt der andere. Und wenn sie den anderen da heiraten will, dann ronzt der andere. Und dann bleibt sie bei dem. Der andere geht nach Hause, ganz wutig.
wieder ein Begriff, ein neuer Begriff. Bernd, Sie sind dran. Der Karim Ruich und die Verena Neugebauer. Ein Team aus Wien. Beide sind Sie 5 Jahre alt, erklären den Begriff für 15 Punkte. Oder gibt es noch, wenn ups, da kann man sich dünn sind, dann ganz dünn, ganz dick und ganz, 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 ganz so, 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 und so, und so, und so, so ganz dünn, so, so. Oh Gott. Geht es hier um einen Menschen, um einen Mann vielleicht? Nee. Ah. Nein, 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 nicht ganz. Ja, es könnte um alles Mögliche gehen eigentlich. Ne? Marie-Louise Rosario, Sie sind dran. Marie-Louise Weiß ist 4 Jahre und sie umschreibt jetzt unseren gesuchten Begriff nochmal auf ihre Art. Immer wenn ich hier schaue, dann muss ich aufs Klo stellen und mich meinen Kopf so hinbücken. Da kommt meine Mutti und schaut, was ich da tue. Rosario. Komm, ich schreibe nicht klar. Spiel, wahrscheinlich. Nochmal? Spiel. Spiegel. Spiegel? Ja. Spiegel, ja gut, das war jetzt ein... ja, das ist ja, das war hab ich nur leicht italienisch. War leicht italienisch, war richtig. Ja. Trotzdem, ja. 25-10. Mhm. Damit führt das Team Rebecca und Rosario ein bisschen. Zur Entspannung mal wieder was dazwischen drin. Das hätte auch nur 5 Punkte gegeben, denn die Nina Zangerl kann Spiegel fantastisch erklären. Sie ist auch aus Wien und ist auch erst 5 Jahre alt. Aber man kann sich doch selber nicht mit seinem eigenen Kopf nach hinten schauen. Muss man sich eben umdrehen und dann mit dem Kopf so drüber und dann so sieht man seinen Rücken. Aber anders kann man das ja nicht. Man kann ja nicht den Kopf hin drüber legen, dass man seinen Kopf und dann seinen Rücken sehen kann. Das kann man doch nicht. Eben. Kann ja nicht gehen. Wir kommen zur Schnellrate-Runde. 25-10 heißt es inzwischen. Wer von euch beiden, Bernd, Konstanze, ist der Schnellrater? Bist du das mal? Ich mal wieder. Ich bin's dann. Bernd, du mal wieder. Also, 60 Sekunden sind Zeit, 10 Punkte für richtig erkannten Begriff, 3 Definitionen zu einem Begriff. Ja. Weiter sagen, wenn einem nichts dazu einfällt. Die Zeit läuft, es geht los. Das wird mit Gas betrieben, damit das Zeug, das drin ist, rauskommt. Ja, weiter. Es ist leicht brennbar und es benutzt meistens die Mutti. Weiter. Das Zeug sprühen sich Frauen auf den Kopf. Haspel. Richtig. Da füllt man einen Zettel aus. Weiter. Da streicht man ein paar Zahlen durch. Lottoschein. Richtig. Daraus kann man Obstsalat machen. Ja, weiter. Er ist lang und dünn und man braucht viel Zucker. Weiter. Er schmeckt sehr sauer, als Kompott ist er sehr gut. Rhabarber. Richtig. Das machen nur kleine Kinder und verliebte Erwachsene. Weiter. Man kann es mit einer Puppe und mit seinen Eltern machen und es ist schön. Was? Das macht man, wenn man sich lieb hat. Küssen. Schmusen. Ja, gut, okay. Es ist geformt wie ein langgezogenes Ei. Mhm. Es ist ein Ding, das in der Luft schwimmt. Innen ist Gas. Zellin. Richtig. Bei mir ist er immer ein wenig drin. Weiter. Es hat einen Schlitz. Weiter. Es ist ein Tier, aber kein echtes. Aus. Nicht einsagen, Sparschwein. Ja, war das letzte Mal. Naja, immerhin 50 Punkte. Hervorragend. Immerhin 50 Punkte. Die Schnellrate auf dieser Seite gefragt ist Rebecca. Wunderbar. Rebecca, die Zeit läuft. Er ist ein bisschen größer als eine Kokosnuss. Weiter. Es ist eine kleinere Welt und manchmal ist Licht drin. Weiter. Er hat 6 Erdteile und dreht sich. Globus. Richtig. Er ist unbeliebt, aber man braucht ihn. Weiter. Alle haben ihn. Weiter. Wenn es 6 Uhr in der Früh ist, dann Wecker. Macht ein... Richtig. Kinder und Erwachsene müssen es können. Weiter. Es hat 26 Dinger. Weiter. Ah, Alphabet. Richtig. Es gibt dort viele hohe Männer und Frauen. Weiter. Dort diskutiert die Regierung mit den Grünen. Bundestag. Es geht heiß her und es wird etwas beschlossen. Bundesrat. Nee, Parlament. Der wächst nicht bei seinen Eltern auf. Weiter. Von dem gibt es Lieder. Weiter. Der ruft seinen eigenen Namen durch die Gegend. Ah, guck. Richtig.
Ich war noch nicht drin, aber mein Papa war schon da. Weiter? Das ist ein Amt, in dem gearbeitet wird. Arbeitsamt? Richtig. Es ist süß und manchmal rund. Eis? Kinder mögen es, der Zahnarzt nicht. Süßigkeiten? Es macht die Zähne kaputt. Zucker. Bonbon. Es hat zwei Zipfelchen und ist rot. Was könnte das noch sein? Das lasse ich dann noch gelten. Eine Nacht. Das lässt ihr? Ja, nee, zwei Zipfelchen. Ja, doch, ja, stimmt. Man kann es auch essen, das sage ich auch noch dazu. Osterhase. Nein. Gut, das waren 50 Punkte für euch. Wow. Inzwischen steht es 75-60. Das Spiel ist vollkommen offen noch. Wir werden also sehen, wer gewinnt. Rebecca, Sie sind also Schauspielerin, das haben wir ja schon gesagt. Sie sind aber auch eine sehr souveräne Geschäftsfrau, Herausgeberin eines Magazins, High Society. Wenn ich nun da auch mal drin wäre, ich bin es wahrscheinlich nie, aber wenn, dann in welcher Gesellschaft wäre ich denn da? Ach, wir haben also sehr viele Prominente, Dunja Reiter, Cleo Kretschmer, und ich hoffe, dass ich sie auch mal demnächst drin haben werde. Ja, zwischen Cleo Kretschmer und Dunja Reiter. Männer sind auch drin, also so ist es nicht. Männer sind auch drin. Rosario, du bist verheiratet im Gegensatz zu mir. Genau. Das kann ich hier bei dieser Gelegenheit mal sagen, Rebecca. gibt es denn für einen Junggesellen wie mich, der nicht kochen kann, der auch wenig Zeit hat, einen Tipp für ein kleines Menü, das man sich selber machen kann? Ja, bald. Ich bin am Arbeiten in einem Buch, Rezeptbuch. Aha. Schon 4 Jahre. Nächstes Jahr stelle ich vor. Da kann sie einen kaufen. Also das ist nicht mehr ganz frisch, 4 Jahre ja. Arbeiten Sie schon dran. Ja, macht man ja. Die Rezepte sind gut. Das ist ja auch etwas, Bernd, neben wen würdest du denn zum Beispiel gerne spielen? Wer ist so? Neben mich? Nein, ich weiß es nicht. Ich würde gerne mal mit Herrn Hoffmann zusammen einen Film machen. Ist kein Wunschtraum, aber er reizt mich als Partner, als Schauspieler, als Mensch. Das ist ein Junge, ein Kollege, der also wirklich, Dustin Hoffmann, der ist, glaube ich, allgemein bekannt. Ja, wir hatten viele Hoffmann gedacht. Ich kann mir vorstellen, dass er ein als Partner wünschte ich mir den mal, ja. Dustin Hoffmann ist vielleicht ein guter Schauspieler, aber du bist hübscher. Das glaube ich nicht. Kann doch, ich nicht das du ist auch wurscht. Das Aussehen ist völlig primär. Das ist ganz, ganz unwichtig, weißt du? Satchmo war auch nicht schön, aber ein guter Jazz-Trompeter. Also oh, ja, ne? Ja. Gut. Konstanze, ich habe mir da ein paar Bücher zur Seite gelegt, die jetzt hin und wieder mal so meine Lektüre sein werden. Allein lebt sich's glücklich, habe ich schon erwähnt. Echte Frauen mögen keine saure Gurken. Mhm. Also es ist alles irgendwie natürlich, wie man eine Frau aufreißt. Das muss ich mir nochmal gut durchlesen. Wo bezieht man denn oder wie macht man da seine Recherchen eigentlich? Ja, erstmal lebt man eine ganze Weile, dann ergibt sich schon eine ganze Menge. Dann hat man Freunde, die einem Geschichten erzählen, die ihm passiert sind, Freundinnen, die erzählen. Man hört sich so um. Okay, verschiedene Kinder erklären jetzt hintereinander einen Begriff. Bisschen irreführend hin und wieder, also aufpassen, dass man nicht zu sehr daneben gerät. Für die Zuschauer zu Hause ist das Wort wieder eingeblendet und unsere Kinder legen los für 50 Punkte. Also es kann ein er oder sie, also ist eigentlich ziemlich egal. Ganz sportlich sehen sie aus. Ach, Blondinen sind bevorzugt. Manchmal müssen sie sich auch noch hinlegen oder irgend so ein Zeug halten. Die einen haben eine hohe Bluse, die einen so eine tiefe. Die verdienen halt Schweinegeld. Strumpfhose haben sie, eine dünne. Die machen so tü. Weil manchmal sind sie auch normal. Dann tun sie immer da so viel drauf. So. Na, so dick müssen sie nicht sein, weil sonst reißen ja die Kleider, die sie ankriegen. Schuhe haben sie solche, die gehen so schräg runter, weißt schon. Sind falsch so wie Schauspieler, aber es sind keine. Eigentlich werden sie nie so berühmt wie ein Schauspieler. Die müssen sich aber auf viel, viel kleinere Texte merken. Mannequins, Models, das lassen wir gelten. Fotomodell, haben Sie versucht zu erklären. Wunderbar, das waren 50 Punkte, 110 zu 75. Wow. Rosario.
für Sie zu Hause eingeblendet, für den Rosario ein Rätsel zunächst mal. Verschiedene Kinder erklären wieder einen Begriff. Also, es gibt mehrere Sachen, die die dort machen, aber naja. Gibt's hier auch in Frankfurt. Dort gehen Erwachsene hin, die wollen Leute anmachen. Da gehen auch junge Mädchen rein mit Minirock. Für Kinder gibt's das auch. Und die Erwachsenen möchten schon gar nicht mehr rein, weil sie schon verheiratet sind. Burschen gehen auch rein. Wenn man die Musik toll findet, kann man auch dazu tanzen. Ist ja schön dunkel. So bunte Lichter. Da können auch die Männer alleine hingehen, wenn sie die Frauen zu Hause sitzen lassen. Sie ist wie gebaut worden, also so, so und dann so. Man kommt erst spät von dort nach Haus. Manchmal gehen die Frauen alleine hin und lassen die Männer dort sitzen. Oh. Naja, man muss ja nicht viel zu erklären. Rosario. Diskothek. Diskothek ist auch richtig. Jawohl. Es geht voran, 125 zu 110. So, Klingelrunde. Es gibt 20 Punkte, wenn ihr den Begriff erkennt. Drückt auf die Klingel, wenn ihr glaubt, es ist soweit. Wenn es dann allerdings falsch tippt, dann haben die anderen die Möglichkeit, den Film oder das, was noch übrig ist, anzuschauen. Und dann haben sie natürlich viel leichter die Möglichkeit, es zu erkennen. Wieder eine Teamarbeit als allererstes. Christian Kraus und Nicole Fittkau. 7 und 6 Jahre alt, aber beide aus München, erklären den ersten Klingelbegriff. Ja, also aus ganz rund und fett. Es gibt verschiedene Arten. Und hat viele Kerne, rote und weiße. Und grüne. Hä? Ja, und das Außenrum ist grün mit Kürbis. Kürbis ist nicht ganz richtig. Wir sind im richtigen Garten, aber noch nicht die richtige Frucht. Okay, schauen wir uns das zum Schluss an noch. Sie ihr beide braucht jetzt nicht mehr zu klingeln. Schaut euch das einfach an, was noch übrig ist, und dann sagt mir, was das ist. Ja, und innen drin ist rot und haben auch schwarze Kerne. Ja, und manchmal schneidet man solche Stücke raus und dann isst man es gleich von da. Oder man schneidet es in Vierecken. Das ist Honig, schneidet sich aus. Honig, Wasser. Wassermelone. Aber das zweite Wort dürfen wir nicht sagen. Ein typischer Fall. Ich kann mir nicht vorstellen, ich weiß. Du bist das, ja. Wassermelone. Ja, genau, Melone war es, richtig. Ein bisschen unfair ist es schon, Bernd, aber ich schenke dir das. Du bist so großzügig. Wir taufen unsere Kinder ja immer ein bisschen so nach den Erwachsenen, denen sie ähnlich schauen. Es gibt bei uns einen Napoleon, wir haben einen Elton John und wir haben Boris Becker. Er erklärt nun den nächsten Klingelbegriff. Er ist aus Frankfurt und ist 8 Jahre alt und heißt natürlich richtig Fabio Schmidt. Der Gott, der kann das nicht alleine machen. Da braucht er schon dieses Wesen da, was man nicht anfassen kann. Sonst, wenn er das nicht hat, dann kann der das nicht dem Weihnachtsmann sagen. Und dann, es gibt auch viele von denen, aber die kann man nicht sehen. Die kann man nicht sehen. Wenn sie gelb sind, die sind sehr selten gelb, dann sind sie oben im Himmel und sagen... Geister, gute Geister gibt's, ja, stimmt. Aber das war's nicht. Wir sind zu schnell. Wir schauen uns, ja, er ist ein bisschen zu impulsiv, aber man soll es durchaus machen. Ist ja ein Spiel. Schauen wir uns den Film bis zum Ende an. Ist nicht mehr viel da, glaube ich. Fabio, wie geht's weiter? Grad. Na, das ist ein bisschen wenig gewesen, ne? Aber es ist noch ein Hinweis. Gerade noch ein Hinweis. Also, Rosario. Gerade? Rebecca. Was? Engel. Ja, natürlich. Oh. Das tut weh, gell? So nahe dran schon. Naja, 165 zu 110. Ein weiterer Begriff in der Klingelrunde. Pass gut auf. Eine Dame aus Frankfurt, die Asli Kocha-Ömer, 9 Jahre alt, erklärt ihn. Ja, also der Mensch, wenn er stirbt, dann wird er in die Tücher eingewickelt, also dass er nicht mehr zu sehen ist, sondern nur ganz,
ganz, wird er plötzlich dicker, weil er eingewickelt ist. Dann wird er in einen Sarg gelegt, wo dann so verschiedene, wo der so ein Holzsarg war das. Und da ist so drauf gemalt, diese Menschen, also Menschen so kleine oder so Zeichen irgendwie. Und noch der Mensch, aber nicht richtig der Mensch, sondern nur so, also nicht so richtig der richtige Mensch, sondern nur was drauf gemalt. Ganz alt ist das dann auch. Und dann wird er in Ägypten, dann wird er dort vergraben oder hingelegt oder vergraben, glaube ich, weiß es nicht. Und dann, wenn es dann viel, viel älter ist, und dann kommen die Forscher und die suchen dann nach diesem Dings da. Ist es eine Mumie? Es ist die Mumie, ja. Ich hab immer gewarnt. Ich glaube, ich habe es der Konstanze von den Lippen abgelesen, aber ich darf ja nicht helfen, das geht ja nicht. Ein weiterer Klingelbegriff für euch, Jasmin Dollack aus Wien, 8 Jahre alt. Ja, also es ist meistens frech und unbeliebt. Es ist aufdringlich, es ist ein Wesen. Also, es ist ein Wesen. Es ist mehr oder weniger aufdringlich, aber es muss halt so sein. Dafür ist es hier angestellt. Es ist ein Beruf. Und die tun immer mit Fotoapparaten und wollen immer, dass man ihnen ein Interview gibt. Reporter? Das lasse ich gelten, ja, genau. Das sagt doch gar nichts über. Wir haben gebeten, Journalist zu umschreiben. Also, aber das ist im gleichen Sinne natürlich das Richtige. Gleich aufdringlich. Gut, gleich aufdringlich. Gewonnen hat mit ganz knappem Vorsprung 205 zu 110 das Team Rebecca Rosario. Herzlichen Glückwunsch erstmal an euch, an die Sieger. Und von euch bekommt die Türkenschule in München Hörkassetten und Wechselrahmen für Schülerzeitungen, Zeichnungen. Also viel Spaß damit in der Türkenschule in München und herzlichen Dank. Und dann habe ich natürlich auch für die Sieger des heutigen Tages wieder die Torte nachgeformt und nachgemacht in unserem Studio. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle, aber nicht für lange. Nur bis zum nächsten Dienstag. Bis dann. Servus und auf Wiedersehen.